Hallöchen, zurück zu einer weiteren Folge von USB 2016 für den PC. Oder habe ich auch ab und zu, glaube ich, mal 2015 gesagt. Da vorne steht ein Auto, aber so ziemlich krass. Ich muss mich entschuldigen für die letzten zwei Folgen. Die sind leider nach dem Black Screen, den ich da hatte, ein bisschen, ich sage mal, komisch geworden. Qualitätsmäßig wahrscheinlich ein bisschen schlecht. Und zwar hat es irgendwie dann die Aufnahme so ein bisschen kaputt gemacht, sodass, naja, ja, es kleiner aufgenommen hat, als es eigentlich hätte sein sollen dürfen müssen. Deswegen, ich habe mich eigentlich auch schon im Spiel gewundert, das sieht ein bisschen komisch aus alles, aber es war eigentlich alles richtig. Ich glaube, er hat irgendwie nur mit 720p aufgenommen. Also ich hatte anscheinend nur 720p im Spiel. Total bescheuert. Danke, Origin. Na gut, aber wir wollen jetzt mal gucken, was das Bike für uns hier im Longhorn hat. Wahnsinn! Yo, hey Mann! Alles gut? Ich erzähl dir jetzt was über Magnus Walker, okay? Dieser Typ verliebt sich in seinen ersten Porsche, als er ungefähr 10 ist, weißt du? Und jetzt hat er diese Sammlung von Wahnsinns-Porsches mit ganz neuem Style. Ihm gehört sogar diese gottverdammte Brücke, ja. Stell dir das vor, Bro. Spike Bridge, verdammt, wie geil das klingt. Dieser Magnus kennt Ventura Bay wie kein anderer. Er hat hier das Sagen, denn er kennt sich hier so gut aus. Sein zweites Ich sozusagen, Mann, ganz mühelos. Das ist alles, was zu tun ist, Bro. Ganz einfach, Mann, alles zu wissen über den Ort, die Fahrer, das Spiel. Verstehst du? Wow, du kriegst den vollen Service heute Nacht. Was immer du tust, frag nicht nach Magnus Walker. Zu spät. Und ich fange gerade erst an, Baby. Wir wollen zu Magnus. Wir zeigen ihm, dass wir es wert sind. Wir pulverisieren sein legendäres Ergebnis. Dann muss er zu uns kommen. So. Jetzt geht's ab. Wer kommt mit? Kümmer dich um ihn. Lass gut sein, Robin. Alles klar. Ah, der gute Spike ist ein bisschen aufgedreht, oder? Ein bisschen auf, aber nur. Er dreht auch ein bisschen durch. Alles klar. Was haben wir denn eigentlich noch? Drift, 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 Drift. Eigentlich? Sollen wir das mal versuchen? Komm, wir versuchen das mal. Wir versuchen mal mit unserem neuen BMW nicht zu driften. Ja. Naja. Ja, nochmal auf die, nochmal auf die. Ah, gut. Um nochmal auf die Aufnahme zurückzukommen. War echt ein bisschen fail. Das tut mir echt leid. Und ja. Musste ich halt ein bisschen qualitativ zurückstecken. Finde ich echt so knorke. Aber ne, gut. Was soll's? Kann ich jetzt nicht mehr ändern. Okay. Ein bisschen schwer getan gerade der BMW. Hör mal uns mal an. Wow! Ja, aber es ist in der Rückwärtsperspektive richtig fahren, ist nicht so gut. Oh, hier ist er ganz schön leise. Oh. Was haben wir da eigentlich noch für Kameraperspektiven? Hey, das ist doch dieser komische dynamische, oder? Also beim Drift. Ganz merkwürdig hin und her schwenkt. Hi, Spike. Hey, yo. Ich hab nachgedacht, okay? Magnus ist kein Superman, stimmt's? Ja. Wir müssen also nur das tun, was er getan hat. Paar Rennen gewinnen, ja. Die Straßen kennenlernen. Nur dann sind wir wie er, oder? Ich halte dich auf dem Laufenden. Naja. Willst du sein wie einfach wie irgendjemand? Ich meine, nein, ich will irgendjemand, Magnus Walker ist nicht irgendjemand, aber
Eigentlich sollte man doch nie Leuten irgendwie nacheifern, sondern eigentlich immer man selbst sein, oder? Also, nicht das zumindest. Klar kann man Vorbilder haben, aber... naja. Die Luft aus dann. Normalerweise müsste auf so ein V8 hier eigentlich auch einen Kompressor draufhauen. Ja, ich glaube, mit dem könnten wir doch das ein oder andere Drift-Event erfolgreich abschließen. Ja, ja, doch. Geht ganz gut. Auf jeden Fall auch direkt ein viel besseres Gefühl als mit dem RX-7. Bin schon wieder falsch rum. Was ist denn die Möglichkeit? So, unten machen wir doch. Gewinne die Drift-Events mit Manu. Natürlich nicht Manu. Menu, ist ja so langsam. Ja, Menu, hä? Ah, guckst du, was? Oh. Das ist aber... Ach, leck mich doch. Habt ihr nicht gehört? Alter, warum? Warum? Warum fährst du mich so an? Oha, da kommt der nächste. Schnell weg. Hä? Wo geht's hier lang? Oh Gott. Warum fahren wir durch die Pampa? Wir sind jetzt ja... Oh, Leute. Ach, Mann. Oh, Manu hat, glaube ich, da vorne gewartet. Ja, Manu? Sorry. Was, das war's schon? Hä? Ist doch kaum Kurven. Was ist hier los? Denn hier sind kaum Kurven. Menu, was ist das für eine Strecke? Was heißt das? Du willst mich doch verarschen, Menu. Ist mal ernsthaft. Das ist keine Strecke, was du rausgesucht hast. Das ist ein Zustand. Aber wir kommen halt einfach nicht hier rum. So, okay. Ich will die nicht nur fahren, ich will die auch bestehen, ne? So, noch einmal. Vielleicht kriegt man ja jetzt die Streckenführung besser hin. Wenn wir wirklich für einen Drift benutzen, dann müsste man noch ein bisschen mehr Richtung Drift auch skillen, wollte ich gerade sagen. Ja, skillen vielleicht nicht, aber halt abstimmen. So geht das, Mann, oder? Mach dich vom Acker. Warum auch immer hier so... Wow.
Ey, guck mal, einige. Boah, Kurven doch. Ganz gut nehmen, die war natürlich richtig schlecht. Wow! Ach, leck mich doch. Ach, hauen wir das noch mal weg. Mann, ist das doof. Das ist echt doof. Das ist... Nee. Nee, das finde ich... Nee. Einfach nur nee. Jetzt werde ich hier bockig, aber... Leute, das können wir doch nicht machen. Mann, oh Mann. Rasen hier die NPC-Gamer hier. Die NPCs rum. Hallo. Was soll das denn? Schon wird das so einer. Solche verrückten Leute. Ach, leck mich doch! Menu, was machst du? Schieb mich doch nicht! Mann, was schiebst du mich denn? Ach Gott, wie soll man denn so Punkte machen? Menu, du Sackgesicht! Mann! Ist mal ernsthaft, was soll das? Bist du geisteskrank, ey? Was hast du denn davon, wenn ich die Punkte nicht krieg? Sorry, ey, ich bin gerade pissig, ich kann nicht. Das schafft man wieder nicht, Mensch. Menu, du dummes Arschloch. Jetzt mal ernsthaft, Mann. Schieb dann durch zwei Kurven durch. Was soll das denn? Junge. Ja, bisher hat es mir echt viel Spaß gemacht, das Spiel, ne? Aber das geht mal gar nicht. Sowieso zum Kotzen, dass der dabei ist. Was soll der Scheiß? Perfekter Drift gerade. So, Menu. Jetzt kannst du mich mal. Aber sowas von. Ach, komm, Mann. Was fahren die denn hier alle rum? Hier übertreiben sie es gerade echt. In diesem Rennen übertreiben sie es. Das ist echt kein Spaß mehr, Leute. Das ist echt kein Spaß mehr. Ganz ehrlich, nee. Ich muss hier meine Karre ramponieren. Das ist ein blödes Event. Mann, 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 Mann. Heil, das hat wohl keine Style mehr. Hey, die Nacht ist nicht zu Ende. Der nächste Lauf. Ja, Menu, für dich schon. Wir sehen uns. Für dich ist die Nacht zu Ende. Ich sag's dir. Ich ist es sowas von zu Ende.
Gewinne die Drift-Events. Warte mal, wir haben eine Nachricht von Ames. Hey, hier ist Amy. Hab's mir anders überlegt. Ich muss hier raus. Lust auf ein Rennen? Ein paar VMAX-Versuche? Meld dich, wenn du dabei bist. VMAX 241. Da könnte ich doch nur lachen. 241 km/h. Hallo? Das ist ja, mit dem Golf ist das ja hier, ne? Komm. Jetzt, wo ich die dicke Klappe habe, die große Klappe habe, dann nehmen wir jetzt auch den Golf. Es ist ja wohl mal Golf, kein Thema. Also bitte, der Golf hier, das ist, mach das hier mit links, mit links, nur mit dem linken Antriebsrad. Bitte. Bitte. Haben wir eigentlich Rückleuchten? Nein. Wir haben keine Rückleuchten. Doof. Haben wir... Nee, das habe ich ja wieder umgewechselt. Ja, wir haben eigentlich relativ wenig, ne? Aber das wäre natürlich ein heftiges Bodykit hier. Tasche. Kann man nicht machen. Kann man nicht. Golf. Richtig schönes, edles Teil. Ja. Ja, genau. Halt. Drift, nein. Nein. Ja. Teile. Haben wir irgendwas Schönes? Ja, wir haben einen größeren Nadelluftkühler. Ja, das ist 5 PS. Minus 2 km/h. Boah. Würde ich erstmal sagen, nein. Zündung. Oh, Zündung. Boah, 6 PS für 250 Öcken. Oh. Das ist ja hier Schnapper. Schnapper des Tages. Okay, hier haben wir, glaube ich, überall nichts. Rennauspuff. Ah, komm, gönnen wir uns. Bessere Kupplung brauchen wir. Also bei dem auf jeden Fall. Irgendwie ein bisschen Leistung. Nein, wir haben dazu gekriegt. Komm, dann holen wir das auch noch. Was soll's? Ich meine, wir haben ja eh schon kein Geld. Dann haben wir wieder volle Möhre aufgetackert. Und dann werden wir mal jetzt hier ne, die lächerlichen VMAX-Versuche machen. Lächerlich, als ohne einen für. Alter, das ist ja gar nicht mehr. Ey, da kann ich mit immer noch einer. Ach, hör mir auf. Ach, da kann ich nicht mal drüber lachen. Nicht mal lachen. Ein bisschen warm fahren, ne? Für VMAX-Versuche ist das immer notwendig. Wenn wir dann nämlich volle Hütte das Bodenblech durchtreten. Nachdem wir wieder Zug gespielt haben. Ja, da muss er warm gefahren sein. Muss einfach. Leute, immer dran denken. Immer warm fahren. Und verbaut immer gute Bremsen. So wie in dem Auto hier. Guck mal, ein Einser. Einser Coupé. Ehemals Einser, jetzt Zweier. Oder ehemals Einser Coupé gibt es ja jetzt dann nicht mehr. Hat der BMW ein bisschen aufgegliedert, aufgeteilt und ich bin schon wieder falsch. So, Dalle, wollen wir mal hier eine VMAX. 141 km/h. Ja. Ja. Easy. Easy, Ames, easy. Ja, kommst du nicht hinterher oder was, Ames? Ja, jetzt ist er sehr dynamisch. Mit dem Heck ein wenig am Rumkommen. Ah, sehr fahrdynamisch. Gefällt mir gerade.
Hüften. Ernsthaft. Schiebt dann nicht mehr so extrem über die Vorderachse. Bin ich wirklich einmal super optimiert. So, geht's jetzt ein bisschen mal geradeaus. Wenn man ganz ehrlich, wenn ich VMAX-Versuche mache, dann fahre ich nicht irgendwelche kurvigen Strecken. Mal ernsthaft. Da suche ich mir eine schöne Autobahn, die offen ist und ab geht's hier, ne? Bis zum Bodenblech geht's dann durch. Mann, oh Mann. Nein! Na gut. Haben wir zumindest jetzt 241 km/h geschafft, aber wie gesagt, das kannst du da nicht als VMAX-Versuch hier benutzen. Die Strecke, also Leute, hör mir auf. Man sieht nur, wie er hier gegen alles gegenfährt. Saft. Da ist der Schall, ja. Ja, Leute. Dann müssen wir jetzt nochmal schnell vor den Cops abhauen. Würde ich mal behaupten. Nein? Auspuffblenden! Yay! Ja, schönes Ding. Ames? Okay, ich hab total Bock auf ein neues Rennen. Komm, fahren wir. Du hast total Bock auf ein neues Rennen? Alter, ich aber auch, Ames, aber ich spruch erstmal hier eine dicke Tröte unter dem Auto. So ein richtig fettes Rohr brauche ich. Deswegen beeile ich mich jetzt sehr, sehr krass zur Garage zu kommen. Sehr krass, nein. Beeile mich, um Rohr zur Garage zu kommen. Eck mich doch. Hüppel, hüppel, hüppel. Nur weil ich wieder Zug spielen muss. Mann, leitet doch über die Straßen, Mensch. Yeah. So, wollen wir mal rein. In die gute Stube. Und eine dicke Tröte drunter und dann geht's zu Ames. Auspuff. Ah, das kleine Röhrchen. Oh Gott. Dicke Tröte. Dicke Tröte. Dicke Tröte. Okay, eigentlich. Na, dicke Tröte passt eigentlich auch nicht. Der hier, weiß ich nicht, gebogen. Naja, so klassisch hier. Was hier zum Beispiel. Sowas würde doch passen. Ja. Alternativ. Könnten wir den hier? Oder den hier? Oh, ich kaufe die einfach mal. Würde ich sogar schon fast sagen, der hier. Ja, der fällt gar nicht so auf. Ich meine, hier bei unserem schwarzen Beast. Oder Black Beast oder wie man auch immer nennen will, mag. Kann ich das durchaus nachvollziehen, wenn wir sagen, wir nehmen den da. Ja, dicke Tröte, die fällt aber nicht auf.
Passt, passt. So, was haben wir denn hier beim BMW? Da müssen wir natürlich auch, ne? Also, ganz ehrlich, Leute. Schön Auspuffsystem. Hörsteiner. Schaut gut aus. Ich weiß nicht, das ist alles so. Das könnte zum Beispiel gehen, aber passt eigentlich nicht zu diesem Auto. Nee, das passt nicht, oder? An sich würde gehen, aber es passt nicht irgendwie. Und so zwei dicke Rohre nur, passt auch nicht. Das könnte eventuell, passt eigentlich auch nicht zu dem Auto. Normalerweise Serie, aber hier die Wörsteiner, die sieht ganz gut aus. Weil die halt auch sehr standardmäßig ist, ne? Ich will mal. Mach mal die hier nochmal. Einfach nur, um zu gucken. Okay, es würde theoretisch gehen. Weil es eigentlich schon ganz schön übertrieben aussieht. Meine, wir machen ja eigentlich einen Drifter. Aber nein, das ist zu viel. Das ist too much. Das ist too much. Das ist gut. Das ist ordentlich. Das können wir ruhig nehmen. Diesen Teppich möchte ich kaufen, ja. Genau, wir sollten nochmal zu Ames ein bisschen weiterfahren. Nochmal die nächste Ames-Mission. Die ist ja um die Ecke. Die war, glaube ich, um die Ecke, ne? Ah, ein bisschen Ladezeit hier. Dum, dim, dum, 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 dim, dum. Wir fahren wieder zur Seite, dass wir niemandem im Weg stehen. Und fahren hier hoch. Ames, Ames, Ames. So, ey. Ist ja noch warm gefahren, das Auto. Waren ja eben nur ganz kurz in der Garage. Oh, hier haben wir es schon. So. Unterbiete die Zielzeit mit Amy. Tunnelsprung. Lenkrad, was machst du? Bergrennen. Bergrennen. Da würde unser Bodykit, also nicht unser, das eine Bodykit passen. Das ist nämlich so. Bergrennstyle. Wow. Hey, Ames. Siehst du niemanden, wenn du so fährst. Aber wenn du hier Mission fährst, Rennen fährst, ne? Dann auf einmal, dann sind sie alle da. Ja, Ames, was los? Hast du denn nicht abgestimmt auf Bergrennen, ne? Oh, noch so einer. Drift. Los, Spikey! Alter! Kannst du nicht machen, Mann! Oh, Leute!
ist hier los? Nervenkitzelpool hier oben in den Bergen. Oh, fuck. Fuck, wo kommt der denn her? Wow. Und da hat es uns irgendwie aus der Luft einfach, ne? Da so. Eieiei. Aber ich glaube, wir sind gut dabei hier bei dem Rennen gewesen. 3:43 war vorgegeben und 3 Minuten 16, 73 haben wir gemacht. War solide. Ja, wir bräuchten, glaube ich, neue Scheibenwischer. Die schmieren ein wenig. Mal gleich mal investieren. So, Ames, haben wir das nächste Level jetzt erreicht? Neue Teiler, Kraftstoffverteilerleistenkit. Jawoll! Sehr, sehr geil. Und damit sage ich mal. Schön. Hoppala. Damit sage ich vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Need for Speed Design. Ciao, ciao.